Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben bei Wish bestellt und zwar für 250 Euro. Wir werden euch die Sachen zeigen. Vieles davon werde ich auch anprobieren. Schuhe sind dabei, sowie auch ein paar Hosen und Oberteile. Für mich, für die Kinder haben wir was bestellt und für Carlos ist eine Sache dabei. Eine. Ja. Also wundert euch nicht, Luisa, die haben wir hier in unserem Bettchen, sie schläft gerade, nur falls sie Geräusche von sich gibt oder wir mal eben aufstehen müssen, damit ihr eben nur Bescheid wisst. Und wir fangen an. Also erstmal zu den ganzen Sachen. Sie kommen nicht alle an einem Tag an, sondern eher verteilt und auch jedes einzelne in so einem Päckchen. Also das kam jetzt nicht so durchsichtig, sondern da gab es halt so schwarze Tüten, damit ihr wisst, also eine Ahnung habt, ne, wie die Sachen so ankommen. Genau, dann noch kurz zu der Bestellung. Wir haben alles über Expressversand bestellt. Das heißt, die Sachen kamen wirklich ziemlich schnell innerhalb von weniger als einer Woche. Und für Luisa haben wir dann zwei Teile, einen Teil für Luisa, eins für Melina, nachträglich bestellt, weil Luisa eben noch nicht da war. Ist aber jetzt alles da und deswegen starten wir heute eben das Video. Genau, wir beginnen mit einem Oberteil für Melina sowie auch für mich. Ich guck gerade, die kam nämlich getrennt. Ich werde jetzt aber keine. Muss man auch einzeln bestellen, oder? Die muss man auch einzeln bestellen, genau, gut, dass du das nennst, nicht nur einzeln bestellen, sondern du musst tatsächlich für jedes einzelne Produkt auch Versand bezahlen. Ne? Also am Ende hatte ich dann eine Bestellung von 250 Euro, aber ich sag mal, so eine große Menge an Versandkosten. Ja. Ne? Genau, was ich noch sagen wollte, ich werde keine Preise nennen, aber jedes einzelne Produkt, was ich jetzt hier zeige, findet ihr in der Infobox. Da tue ich euch alle in Links reinsetzen. Genau, also das ist jetzt eigentlich, soll das ein Kleidchen sein, aber ich denke, da es halt ziemlich dünn ist, es ist eher für Sommer, kannst du auch mal fühlen, mit den Leggings, ne? Kann ich eine weiße Leggings anziehen und Melina eben auch und darunter einfach dann einen weißen Top. Genau, so sieht es aus. Wie gesagt, wir werden das auch für euch gerne mal anziehen. Ja, hier sind so ganz viele Fädchen, aber die sind noch nicht mal dran. Also die fallen gerade alle ab. Okay, ich dachte, die wären da dran. Nein, was ich besonders hübsch finde, ist hier dieses Muster. Genau, und dieser ist dann auch hier unten. Genau, das ist einmal für die Melina. Da habe ich, glaube ich, die 100 gewählt. Genau, 100 cm. Müsste passen, sehen wir dann gleich. Und für mich eben genau das Gleiche. Ich habe nämlich nach was gesucht, damit wir den gleichen Partnerlook eben haben. Und das sieht wirklich genauso aus. Hast du das schon gesehen? Nee, ich finde die Farbe total süß. Bei mir ist es, glaube ich, jetzt M gewesen. Genau, ich nenne euch immer die Größe, weil ihr wisst ja, ne, ihr kennt meinen Körperbau und dann seht ihr halt, wie das gleich an mir ausschaut, falls ihr das eben nachkaufen wollt. Also es ist wirklich sehr, sehr dünn. Durchsichtig, ja, würde ich schon sagen. Ne? Also perfekt für den Sommer. Carlos wurde gerade gerufen. Also genau, also es ist sehr dünn, aber für den Sommer finde ich das gar nicht so schlecht. Mädels, bei dem Oberteil muss ich lachen. Also, wie eng ist das hier an den Brüsten, bitte? Sonst überall sehr schön. Und mit einer weißen Leggings kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und ja, Melina hat ja dasselbe Oberteil. Eigentlich ganz süß. Aber, Leute, seht ihr das? Die ersticken. Wie kann das denn möglich sein? Also, es ist so gerade geschnitten, das Oberteil. Das ist einfach, also wenn man kleinere Brüste hat, dann sieht das Ganze auch sicher schick aus, aber so, ja, mal gucken. Das nächste Teil ist das Portemonnaie von Carlos. Ich denke, das musst du selber aufmachen, ne? Ja. Da bist du doch gespannt drauf, oder? Ja, nicht? Er hat nämlich unbedingt ein neues gebraucht, es wurde auch mal Zeit. Ja, meine war schon so leicht.
abgenutzt. Abgenutzt, ja. Nicht unbedingt kaputt, ne? Ja. Ja, darfst du dir natürlich nehmen. Dann nimm gerne. Komm, Jana. Und ich hab's. Ja. So. Ich habe gut verpackt, ne? Ja, sehr gut verpackt. Ja, ich. Fühlt sich gut dann, oder? Ich weiß es nicht. In schwarz, ich glaube, das gab es auch in andere Farben. Ich glaube, in braun. Wie mein jetziges aus. Würde ich auch sagen. Das ist ja schon mal gut. Ja. Wie Garten. Ich weiß nicht, was das hier sein soll, aber. Das hier, da steht meistens drauf, dass das echtes Leder ist. Okay. Aber hier steht jetzt gar nichts. Ist es denn echtes Leder? Stand, glaube ich, dabei, aber ob das wirklich echt ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall preislich. Weißt du den Preis? Hm. Vielleicht interessiert den Leuten das. Ist es gar nicht mehr. 12 Euro oder so? 12, also ja. 12 und plus dann noch Versand. Dann so 18 ungefähr oder so. Ja, Griechen tut es. Nicht besonders gut, aber ich glaube, das ist typisch Portemonnaie eben, oder? Ja, würde ich sagen. Kunst oder sowas riecht ja meistens so ein bisschen. Nee, nicht mal nach Kunst. Vielleicht sogar. Ich glaube, das riecht ganz normal. Also auch hier die Portemonnaie. Ich sag ja, riechen so. Meine ich ja, das riecht nach Portemonnaie. Ja, nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht gut. Aber ist gut. Also ist gut verarbeitet. Finde ich auch. Also hier ist so eine kleine Tasche. Hatte das dein altes auch? Nee, das hat nee, wollte ich gerade sagen. Das, aber das ist hier hinten auch. Ah, okay, das gleiche, das hier auch, ja. Also hier hinten ist nochmal ein Reißverschluss, genau, das hatte deins auch. Genug Fächer. Ja. Auch ganz wichtig, ich glaube, deins hatte das auch nicht so viele. Nee, so nur viele. Nur so, nicht, ne? Ja. Zufrieden? Also, ja. Ich finde es auch schön, ich komme mal ein bisschen näher. Dann machen wir mit ein Produkt, was ihr euch auf Instagram mal ausgesucht habt. Und zwar, jemand hat mir mal geschrieben, Mary, kannst du nicht mal sowas testen? Ich wollte das eigentlich woanders bestellt haben, aber dann habe ich es eben auch bei Twitch gesehen und deswegen habe ich es jetzt da bestellt. Genau, und zwar ist das so ein... Ich habe das einmal ausgepackt, das sieht jetzt aus wie eine Weste. Das, was ihr vorgeschlagen habt, auf Instagram, sah allerdings nur so aus, also war nur so ein Ding fürs Bauch. Ich bin gespannt, wie das ist und vor allem, ob das was bringt. Also da werde ich euch sicher auch auf Instagram berichten. Da kriegt ihr einfach viel mehr mit, also falls ihr da mir noch nicht folgt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, weil wie gesagt, man kriegt halt solche Sachen da viel eher mit und man kann halt auch schon mal eben schnell mal was zeigen oder mitteilen. Von der Größe her, ich bin mir total unsicher, ich weiß auch nicht, welche Größe ich bestellt habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier vorne drei, sind das jetzt drei oder vier? Drei Einstellungen, also drei Größen, sage ich mal. Genau. Und eigentlich ist das so, dass man so anfängt mit diesem, das Breiteste nimmt. Und Woche, würde ich jetzt sagen, Woche zu Woche macht man das Ding eben immer enger, damit der Bauch, beziehungsweise nach der Schwangerschaft, der Bauch sich besser zurückbilden kann. Genau. Dann machen wir weiter mit Schuhe. Genau. Ich wollte nämlich unbedingt weiße Schuhe, Turnschuhe, also Sommerschuhe, dünne Schuhe, ja und vor allem aber ganz weiß, denn ich habe keine, die wirklich komplett weiß sind. Größe 39 und so kam jetzt diese an. Das ist jetzt vorne, hinten, ich habe eine extrem dicke Sohle. Ja, die sehen ganz gut aus. Das erinnert mich irgendwie so an Badeschuhe, womit man wirklich ins Wasser geht. Ich glaube, das sieht man jetzt gar nicht so richtig. Ich werde diese aber auch jetzt für euch mal anprobieren. Dann kommen wir mal zu den Schuhen. So sehen diese aus. Also ja, einfach nichts Besonderes, weiß. So wie ich auch welche haben wollte. Mama zeigt eben die Schuhe. Dann machen wir mit dem hier weiter. Und zwar ist das, was wir nachträglich bestellt haben. Und das ist unnormal süß.
Ne? Jetzt müssen wir erstmal gucken, die Größe. Da steht denn da L, M. Ja, das war ganz, ganz komisch. Also wir nehmen jetzt erstmal L. Und zwar, ja, hier steht jetzt einfach nur L. Und zwar, ich glaube, das war auch wieder die 100. So, 100, also für Melina 100 Zentimeter, 1 Meter. So sieht das aus. Okay, Maus? Melina ist dazugekommen. Dann kann ich dir das gleich direkt zeigen. Also waren wir stehen geblieben? L sagte ich, 100 cm, 1 Meter groß. Melina hat noch keinen Meter. Aber da stand, so stand das. Es war die Altersangabe, genau. Und ich habe 3 Jahre gewählt. Ja, okay. Also wirklich für jetzt. Aber es passt, also als T-Shirt auf jeden Fall. Da muss man halt eine Leggings anziehen, ist ja nicht schlimm. Ne? Für Melina, da ist eine Katze drauf. Melina ist total verrückt nach Katzen. Ne, Mäuschen? Ja, eine Katze. Das ist hoch. Das ist hoch. Ja, die Ohren, ja. Total süß, finde ich. Das sieht aus wie so ein Kleid und ein T-Shirt, ist aber ein Teil. Genau. Und dann eben für die Luisa genau das gleiche, allerdings etwas größer, weil es das für Neugeborene nicht gab. Ich glaube, es war jetzt 6 Monate deswegen. Okay. Und jetzt steht hier M. Keine Ahnung, ob da kein Mittelding gab. Auf jeden Fall sieht es so aus. Also für sie wird es schon sehr groß sein, aber mit einer Strumpfhose, dann sieht man halt hier unten nur noch die Füße. Ist ja egal, ne? Und dazu wird es auf jeden Fall auf Instagram ein Bild für euch geben. Ich freue mich auf dieses Bild. Genau. Von der Qualität her finde ich das richtig gut. Das sind Mamas Schuhe. Dann machen wir weiter. Sollen wir das zum Schluss machen? Dann machen wir das zum Schluss. So, wir nehmen mal die ganzen Sachen hier vorne hin. Eine Sporthose. Genau, ich hatte mir eine Sporthose bestellt. Größe L. Bewusst Größe L, weil ich gesehen hatte, dass das so eine Stretch-Hose ist. Also die, ne? Krass, oder? Grau, weil Grau eh meine Lieblingsfarbe ist und Grau passt einfach zu allem. Auch jetzt hier mit den weißen Schuhen. Und ja, ich hatte das tatsächlich auch schon mal kurz anprobiert, allerdings mit großem Bauch. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze ausschaut mit ja, weniger Bauch. So sieht es aus. Also hinten ist das so. Das formt halt den Po schön, würde ich jetzt behaupten. Und vorne sieht es so aus. Der sitzt richtig hoch, also bis zum Bauchnabel geht es. Genau. So, ich zeige euch einmal die Hose. So sieht sie aus. Ja, der Bauch, der ist natürlich noch da. Ist ja gerade erst ein paar Tage her. Hinten sieht es so aus. Huch. Die ist richtig bequem. Also das war auf jeden Fall ein guter Kauf. Die Verarbeitung ist auch extremst gut. Also sieht sich richtig gut an. Ja. Dann machen wir weiter mit der nächsten Hose. Was ist da? Auch. Das ist für dich, Maus. Kannst du gucken. Dann habe ich eine Hose bestellt. Also insgesamt sind es 3 Hosen. Ich habe aber auch Hosen gebraucht und dachte mir, komm, testest du diese einfach mal in einem hellblau. Die hast du noch nicht gesehen, ne? Ja. Auch die hatte ich angezogen. Und auch wenn sie jetzt nicht gut ausschaut, wird ihr das gleich im Video sehen. Die sieht richtig toll aus. Ja, das ist für Mama. Dann haben wir das Gleiche an, ne? Da gibt es dann auch auf Instagram ein Bild. Genau, also diese Hose sieht vorne so aus, hat vorne keine Taschen. Ja, der Knopf. Ja, die ist wahrscheinlich auch so ein bisschen durchsichtig, oder? Das weiß ich nicht. Also durchsichtig würde ich nicht unbedingt behaupten. Aber sehr dünn auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine richtige Sommerhose. Mama, ist das deine Hose? Das ist für Mama, ja. Genau, die ziehe ich eben auch für euch an. Dann die blaue Hose. Die finde ich richtig hübsch, wirklich Mädels. Die fühlt sich richtig gut an auf der Haut. Das ist so eine dünne Stoffhose, die ist richtig elastisch. Hinten hat sie ja Taschen und für den Sommer eben perfekt. Also richtig gut, wirklich. Ich hätte hier vorher noch gerne eine Tasche gehabt, aber gut, ist nicht so schlimm. Ja, ich habe ja dieses Höschen an vom Wochenbett, deswegen sieht es ein bisschen hier so komisch aus. Ne? Damit ihr nicht denkt, was hat die Mary bitte da drunter an? Ja. Und dann kommen wir zur nächsten und letzten Hose.
in einem Grün. Ja. Luisa meldet sich in so einem Armeegrün. So sieht es aus. Hat Taschen an den Seiten. Vom Stoff her ein wenig dicker wie das andere, ja, oder? Stimmt, die ist dicker. Ne? Und bewusst auch eine dunklere Farbe genommen, weil ich eben nicht wusste, ob die Sachen durchsichtig sind. Und dann dachte ich mir, weil es gab auch in Weiß und ich hätte auch gerne Weiß gehabt. Mhm. Aber habe mich dann doch eben für die Farbe entschieden. Ich mag diese Farbe momentan total gerne. Genau, ziehe ich eben auch für euch an. Und jetzt die grüne Hose und ich muss echt sagen, die ist top. Also mit der fühle ich mich auch richtig gut. Ich habe das gerade dem Carlos gezeigt. Die ist nicht durchsichtig oder so. Also die anderen ja auch nicht. Aber bei der hier, der Stoff, der ist doch nochmal ein bisschen anders. Bisschen dicker und blickdicht. Und ja, also gefällt mir richtig gut mit den Taschen hier. Also die hat hier unten Taschen. Keine Ahnung, habe so eine Hose, glaube ich, noch nie gehabt. Und hier hat sie auch Taschen und das hier ist nicht nur Deko, nein, das kannst du tatsächlich hier schieben, also ziehen und dann kommt da halt die Schleife hin. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann kommen wir zum letzten Produkt. Ja, natürlich. Das haben wir uns mit den Kindern ausgesucht. Das ist eine Matte. Diese Matte, ich erzähle euch jetzt ein bisschen mehr dazu, weil wir eben diese nicht aufbauen werden. Aber das werdet ihr sicher noch in einem Video sehen im Sommer. Diese Matte ist rund, hat einen Durchmesser von 1 Meter. Und wie ihr hier seht, am Rande entlang, genau, da schließt man Wasser an und dann spritzt da Wasser raus. Also wenn ihr auf den Link klickt, der in der Infobox ist, genau hier, dann seht ihr das da und genau, also in einem Video werden wir euch sicher mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ich glaube, die Kinder werden da richtig Spaß haben. So. Genau, müssen wir gleich den Jan zeigen, denn er wollte das die ganze Zeit öffnen und wir kamen gar nicht dazu, sonst hätten wir dem das auch schon gezeigt. Ne? Da würde er sich auch freuen, dass da ein Wal drauf ist. Ein Wal oder war es ein Hai? Oder so, ja, aber ich glaube, das ist ein Hai gewesen. Achso, da waren auch noch, was ist das? Ach, hier, um das zu füllen. Da. Ah, okay. Und die anschließen. Okay, da bin ich gespannt, wie das ist. Auf jeden Fall. Hauptsache, die Kinder haben damit Spaß und ja. Das war es auch schon zu der Bestellung. Hatte gerade Carlos noch gefragt, welches Teil ihm am besten gefallen hat. Und wir sind uns beide einig. Also hier diese Sporthose, die ist echt schon sehr gut. Von der Qualität, die sitzt richtig gut, der Preis stimmt. Und diese kann ich wirklich nur empfehlen. Ihr habt ja gesehen, wie diese ausschaut. Und ganz ehrlich, ich hätte davon auch gerne noch eine weitere. Die haben ganz viele schöne Farben in Blau. Wäre auch ganz, ganz hübsch. Genau, das war es jetzt zu diesem Video. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und bis bald. Tschüss. Bis bald.